Ich erzähle euch gleich, wo wir hinfahren. Wir haben ja Zeit. Aber ich esse erstmal mein Frühstück auf. Das ist jetzt Lebensmittelfolie. Ist natürlich am Ende mit meinem Latein. Quasi der allererste Schritt, die kritische. Oder sie wurde der länger. Alles, was heil ist, kann natürlich oder, kaputt gehen. So wenig. Ist ja relativ, ne? Ich glaube, wir können mal rechts ranfahren. Dann bestätigen wir den erstmal. Der Rotkreuz 72.1 bräuchte einmal nähere Angaben zur Einsatznummer. Komm mit. Haben Sie sich dort vor Ort meine Kinder fahren jetzt schnell und vor Ort erwartet die Nasenblut. Also, schlecht habe ich leider nicht. Jetzt ist natürlich die spannende Frage: Nasenbluten beim Kind oder Nasenbluten beim Personal? Ja! Ohne Alter und Geschlecht ist das tatsächlich spannend. Das ist uns ja auch schon mal vorgekommen mit irgendwie Atemnot und man denkt an den älteren männlich und man denkt an den älteren Herrn und es ist dann, ja, das ist jetzt ein ganz dummer Zeitpunkt, Freundchen. Pro-Tipp, nicht wahr? Wenn alle Autos rechts ranfahren und du der Einzige bist, der es nicht tut, solltest du dich fragen, warum. Und nicht zwingend anfangen, alle, die rechts ranfahren, zu überholen und sich zu denken, warum wollen die denn alle nicht mehr Auto fahren? Ja. Es passiert selten, dass Autofahrer keine Lust mehr haben. Ja. Also, insbesondere bei uns. Hier fährt keiner freiwillig langsamer als erlaubt. So, also, genau. Zusammenfassend gesagt, wir wissen quasi gar nichts, außer dass es aus der Nase blutet. Was es nicht soll. Älteren Menschen steht das sehr oft im Zusammenhang mit hohem Blutdruck und Blutverdünnern. Bei Kindern steht das eher öfters im Zusammenhang mit Raufereien, Unfällen oder nennen wir es beim Namen Popeln. Jetzt ist natürlich meine spannende Frage, kannst du ein Kind mit Nasenbluten in eine Kinderrettungsstelle bringen, wo das Krankenhaus keine HNO hat? Ich denke schon, aber ich wage jetzt auch mal zu behaupten, dass es bis wir ankommen auch nicht mehr blutet. Das ist in der Regel so. Also hier ist auf jeden Fall Kita, hier steht Kita dran. Ja. Wo Kita dran steht. Und wir sollen nach der zweiten Feuertreppe, die zweite Glastür. Fassen wir zusammen, es war Nasenbluten. Es war kindliches Nasenbluten. Genau. Vermutlich traumatischer Genese. Ja, es die Soko. Knirps klärt jetzt noch. Klärt den genauen Tathergang und versucht sich in der Ermittlung des Täters oder der Täterin. Auf jeden Fall steht Aussage gegen Aussage, auch der Prozess wird spannend. Ja. Es kam allerdings nicht zu schwereren Verletzungen, die wir uns dann irgendwie Sorgen machen mussten oder so. Und dadurch, dass das Nasenbluten zum Zeitpunkt, als wir eintrafen, quasi gerade aufhörte, und alles soweit durch war, haben wir dann in Zusammenhang mit dem Personal der Kindertagesstätte und dem Vater, der wenig später eintraf, entschieden, dass die Kleine nicht ins Krankenhaus geht, sondern irgendwo entweder im Kindergarten oder bei Papa bleibt. Ja. Mit natürlich dem obligatorischen Hinweis, dass bei einer Zustandsverschlechterung entsprechend ärztlicher Rat eingeholt werden sollte. Dringend. Genau. Das mag jetzt überraschend klingen, aber man muss auch nicht zwingend alle ins Krankenhaus fahren. Nein. Egal. Genau. Brand 2. Grauer Rauch aus Schacht. Es kann auch einfach nur sein, dass jemand seinen Kamin einheizt. Du lachst. Das letzte Mal, als ich so ein Stichwort hatte, war das genau das. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal. Das ist nicht von uns, ne? Nee. Wir fahren jetzt erstmal unauffällig. Also der Drehleiter hinterher. Hinter der sind wir tatsächlich unauffällig. Das ist schon ein schmuckes Stück. Ja, ist hübsch. Das aber ist die so, neuen LRFs sind auch hübsch. Das ist diese neue, die hat oben so einen Gelenkkopf vorne dran. Die kann also auch so über so einen Knick. Ja, ist ziemlich geil. Tatsächlich sind wir erst eintreffend. Vermutlich nicht ganz. Also die Drehleiter. Aber war das gerade unser Horn? Ja, das ist unser Horn. Was soll ich denn machen? Ich hab kein anderes. Ja. Nein, ist ja gut. Ja, Straßenverkehrsordnung. Egal wie das Parken erlaubt ist, man darf sich trotzdem immer nur dann hinparken,
wenn am Ende noch mindestens 2,50 Meter Straße übrig bleiben. So eine Drehleiter ist dann immer... Die ist nämlich ziemlich genau 2,50 Meter breit. Ja, das gut, die gute Probe aufs Exempel. Ja, ach, dann beginnt jetzt quasi die wichtigste Tätigkeit. Gaffen. Also gucken gehen, prüfen, Lage erkunden. Das wollte ich sagen. Du erkundest. Ja. Ach so, kann ja laufen, oder? Ja. Also gemeldet wurde es auf der Hausnummer 8. Wenn du willst, kannst du dich vorsetzen. Oder mitkommen. Oder das, ja. Falls ihr euch wundert, was ich tue nichts. Das kommt, weil wir bei einem Brand, also wir sind ja hinter einer Leiter her. Das ist also, wir müssen jetzt nicht selber alleine erkunden. Feuerwehr ist ja da, die erkundet das, die gucken sich gerade an, ob es da brennt und wenn ja, wo. Wenn wir Erster wären, würden wir selber gucken, aber das soll ich jetzt die Profis stören mit meinem Gegaffel. Nico ist vorne, um halt, falls irgendwas ist und medizinische Absicherung da ist, jemand verletzt ist oder so, könnten wir vor. Ansonsten halten wir uns ein bisschen elegant zurück und warten darauf, dass es jemandem schlecht geht. Dafür sind wir auch nur da, prophylaktisch, damit man, wenn jetzt im Feuer ein Feuerwehr und im schlimmsten Fall natürlich auch verletzt wird, nicht erst ein RTW bestellt werden muss, sondern dann sind wir halt schon da und können sofort schützen. Das passiert auch nicht bei Mini-Bränden, das müssen schon ein bisschen größere Dinger sein. Ne? Was war passiert? Nicht viel. Also entgegen der üblichen Verfahrensweise bei solchen Stichworten, wo gar nichts ist, hat es diesmal tatsächlich wirklich gebrannt. Aber auch nur ein bisschen. Also irgendwie Elektrogerät in Küche hat zwischendrin ein bisschen nach verschmortem Plastik gerochen und dunkel gequalmt aus dem Fenster, aber war soweit schnell im Griff. Für uns gab es nichts zu tun, war niemand in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen worden. So gesehen alles gut gelaufen. Das Navi weiß halt nicht, dass wir überall abbiegen dürfen, sofern es physikalisch passt. So, also wir fahren zur Reanimation. Kreislaufstillstand, Atemstillstand, weiblich 85 Jahre. Mit einer Anfahrtszeit von 10 Minuten, das ist jetzt nicht so gut. Deswegen beeilen wir uns auch etwas mehr. Also. Und ein First Responder ist alarmiert und quasi jetzt hier Cross-Promotion. Es ist auch sofern verfügbar ein Ersthelfer, eine Ersthelferin über die Cut-Retter-App mit alarmiert. Also zumindest ist das der Plan. Leider kann ich bei mir auf dem Zettel nicht erkennen, ob das auch erfolgt ist. Je nachdem, was da ist, würde ich gerne alles mitnehmen, also auch die Beatmungsmaschine. Ja, wir nehmen alles quasi mit. Absauger, Defi, Beatmungsmaschine, Rucksack, Sauerstoff. Ich halte ein bisschen Abstand. Ne? Ja. Aber die Tür ist offen. Ja, wie ihr seht, die Hintergrundbeleuchtung hat sich verändert. Es ist seit der letzten Aufnahme ein bisschen Zeit vergangen. Ja, 2 oder 3 Minuten. Ja. Die gemeldete Reanimation, zu der wir gefahren sind, stellte sich als tatsächlich Reanimation heraus. Weiß nicht, vielleicht kann man das ja mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Meine Hoffnungen, dass über die Cut-Retter-App Ersthelfer alarmiert werden, war tatsächlich zutreffend. Lustige Randbemerkung, einen der beiden Cut-Retter kannte ich sogar persönlich von der Arbeit. Das heißt, um jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, was da alles passiert ist, waren eigentlich für diese Reanimation sehr gute Voraussetzungen gegeben. Also es wurde der Kollaps beobachtet, das heißt die Patientin ist beobachtet, zusammengebrochen. Es wurde relativ zügig durch die Ersthelfer die Reanimation eingeleitet. Ich möchte sie an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht Laienreanimation nennen. Nein, weil das den Ersthelferreanimation, weil sie mit den Mitteln von Ersthelfern bewerkstelligt wurde. Genau. Also, da geht es ja gar nicht mehr so sehr um die Fähigkeiten, die individuellen, sondern einfach, du bist limitiert mit dem, was du hast. Ja. Ne? Oder durch das, was du hast. Genau, dann waren wir zeitgleich mit dem ITW da und haben mitgemacht, haben unser Material dann zum Einsatz gebracht, also das, was schon an Vorleistung gebracht wurde, ausgebaut, um einen Defibrillator, um Beatmung, um Sauerstoff erstmal. Und haben dann, ja, ist ein bisschen ungünstig, leider mit einer Asystolie, also keiner elektrischen Aktivität am Herzen angefangen, was nicht so gut ist. Da sind andere Dinge besser. Nichtsdestotrotz haben wir alles gegeben, inklusive Intubieren, inklusive Beatmen, Reanimation. Wir haben noch eine mechanische Reanimationshilfe eingesetzt,
die Thoraxkompression übernommen hat. Medikation. Medikamente haben wir gegeben, also alles, was dazugehört in so einer Situation. Adrenalin haben wir gegeben, Amiodaron haben wir gegeben. Ein bisschen ungünstig für die Gesamtsituation war, dass das auf so einer halben Treppe passierte, also in beengten Verhältnissen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, was Reanimationen angeht, ganz gut gelaufen. Ja. Den Umständen entsprechend gut, würde man sagen. Leider haben all unsere Maßnahmen am Ende nicht zum Erfolg geführt. Das heißt, wir konnten, ja, wie formuliert man das möglichst schön, lässt sich eigentlich nicht schön formulieren. Nein, wir konnten die Patientin nicht retten, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Ja. Trotz bester Bemühungen. Das ist nicht schön, aber es ist leider manchmal so. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns jetzt erst etwas später melden, weil in so einem Falle für uns natürlich auch die Auswertung intern und das gemeinsame drüber sprechen Vorrang hat vor irgendwelchen Aufzeichnungen auf Video. Tatsächlich geht es nicht unbedingt spurlos an jemandem vorüber, wenn man mehr oder weniger dabei ist, wenn ein Mensch stirbt. Dementsprechend ist da auch für uns, für unsere eigene Psyche, ein Stück weit eine Nachbesprechung und Nachbearbeitung notwendig. Ja, ja. Ja. Und ich möchte fast sagen, auch wenn es mir lieber wäre, mit etwas Positiverem abzuschließen, beendet das zumindest für heute so ein bisschen unsere kleine Aufnahmeserie aus dem Einsatz. Gerne dürft ihr auch sagen, ob euch das gefällt, ob euch das nicht gefällt, ob wir sowas in der Art nochmal machen sollen oder nicht. Unabhängig davon gilt natürlich das, was ich, wieso sag ich das eigentlich immer? Nils, sag du das doch mal. Lasst uns ein Abonnement da und drückt auf die Glocke und kommt unbedingt wieder und liked uns, weil wir finden uns toll und ihr besser auch. Was er gesagt hat. Das klingt ein bisschen drohend, oder? Ihr versteht, wie ich das meine. Ja. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, also kann ich ja nicht vorbeikommen. Also zumindest bei den meisten. Ja. Bei allen anderen bin ich regelmäßig. Die Käse ist auch durch. Genau. Damit fahren wir jetzt erstmal nach beendeter Schicht das Fahrzeug zurück in die Fahrzeughalle. Aufgrund des nicht unerheblichen Verbrauchs, den wir hatten, müssen wir da erstmal noch ein bisschen auffüllen. Ja. Und dann schauen wir mal, wann wir das nächste Mal eine reguläre Folge Sunfresh am aufzeichnen oder wieder sowas machen oder überhaupt wieder hier unterwegs sind. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut!